Gänseblümchenöl wird mit Hilfe eines Ölauszugs hergestellt. Es gibt den Kaltauszug und den Warmauszug. Das Gänseblümchenöl wirkt besonders pflegend und heilend auf die Haut und kann äußerlich als Wundheilöl eingesetzt werden oder auch vorbeugend gegen Dehnungsstreifen regelmäßig in die Haut einmassiert werden. Das Gänseblümchenöl hilft auch sehr gut bei unreiner Haut und Akne, da das Gänseblümchen entzündungshemmend wirkt. Das Öl kann man in die gereinigte, noch feuchte Gesichtshaut einmassieren oder in eine Creme weiterverarbeiten. Es gibt zwei Methoden, die Wirkstoffe mit Öl zu extrahieren, den Kaltauszug und den Warmauszug. Ich stelle zuerst einen Kaltauszug her, da der schonender als der Warmauszug ist. Dafür brauche ich getrocknete Gänseblümchen. Man kann sie zum Beispiel einfach auf einem Backpapier trocknen. Die Gänseblümchen brauchen meist ca. 2 Tage, bis sie vollständig getrocknet sind. Dadurch, dass man die Gänseblümchen trocknet, bevor man sie ins Öl gibt, entzieht man ihnen die Feuchtigkeit und verringert so das Risiko von Schimmelbildung. Wenn die Gänseblümchen getrocknet sind, füllt man sie in ein Schraubglas und gießt ein gutes Pflanzenöl in Bioqualität darüber. Ich nehme dafür Jojobaöl, aber man kann auch andere Öle wie zum Beispiel Distelöl nehmen. Jojobaöl wie auch Distelöl eignen sich gut für unreine und ölige Haut. Gieß das Öl so weit auf, dass alle Pflanzenteile gut bedeckt sind. Dann bleibt das Öl 4 bis 6 Wochen an einem warmen, schattigen Platz stehen, das heißt nicht direkt in die Sonne stellen. Ab und zu sollte man das Glas dann immer wieder gut schütteln. Wenn man nicht so lange warten will, kann man auch einen Warmauszug herstellen. Dafür kann man frische Gänseblümchen verwenden. Ich zerpflücke die Gänseblümchen etwas, bevor ich sie ins Glas gebe. Dann übergieße ich sie wieder mit Öl, bis alle Pflanzenteile gut bedeckt sind. Das Ganze kommt dann auf den Herd in ein Wasserbad und wird erhitzt und zieht dann für ca. 2 Stunden. Man sollte das Öl immer wieder ein bisschen umrühren. Hier ist es gut, wenn man ein Thermometer zur Hand hat, um die Temperatur des Öls regelmäßig zu kontrollieren. Die Temperatur sollte um die 60 Grad Celsius gehalten werden, sie sollte nicht viel heißer werden. Nach ca. 2 Stunden, wenn das Öl fertig gezogen ist, nimmt man es vom Herd und lässt es noch stehen, bis es ausgekühlt ist. Dann kann man es abfüllen. Dafür verwendet man am besten einen Tee- oder Kaffeefilter, um auch kleine Pflanzenteile auszufiltern. Beim Abfüllen muss man etwas geduldig sein, da es etwas dauert, bis das Öl durch den Filter fließt. Dann beschrifte ich die Flasche noch. Ich vermerke dabei immer, welches Öl ich verwendet habe und das Jahr. Fertig ist unser Gänseblümchen-Ölauszug.